Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 549. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Basti. Ciao, 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 ciao. Und die Patricia. Hallo. Ich hatte gerade eben kurz überlegt, Basti, ob ich dich als äh, mexikanischen Eishockeymanager äh, ankündige. Wäre so eine ich Kombination schlimm, äh, von beiden gewesen. Leute haben mich schon schlimmer bezeichnet als von daher, <laughs> ja. Ja. Manager klingt dubios und cool gleichzeitig. Gle gleichzeitig, ja. Ir hm. Irgendwie schon vor allen Dingen Mexikaner. Ich weiß gar nicht, spielt man in Mexiko Eishockey? know. das ist ja dann die Frage, die die Leute sich stellen, wenn ich vorgestellt werde. Ja, ja. Ich äh, überlege mir das. Wer nicht weiß, worum es geht, der hört eindeutig zu wenig 390. Der darf dann, nachdem er diese Folge von unserem Podcast gehört hat, gerne mal zu den Kollegen äh, rübersliden und da mal die letzten Folgen hören. Spoiler, einer davon ist hinter der Paywall. Aber das ist ja nicht mein Problem, ist ja eures. So. Apropos Paywall. Die gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es aber Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Das ist Bestandteil unserer Hausmitteilung, die wir am Anfang immer einer jeden Sendung haben, wo wir danke sagen an die Menschen da draußen, die uns freiwillig äh, unterstützen. Und da picken wir immer stellvertretend den einen oder anderen oder die oder den einen oder andere raus. Und diese Woche geht der Dank stellvertretend an den Rolf, die Christa und die Katrin. Wenn ihr da draußen uns auch unterstützen wollt, damit wir hier diese Woche tatsächlich mal über einen Eintracht-Sieg gleich reden können, dann findet ihr alle Infos dazu unter Eintracht-podcast.de/support, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt und auch wir uns unterstützen könnt in Form von äh, Feedback, Kommentaren und Bewertungen auf den einschlägigen Podcast-Plattformen. Da sagen wir jetzt schon mal Danke zu. So, und jetzt reden wir tatsächlich mal über einen äh, Eintracht-Sieg. Am vergangenen Freitag eröffnete die Eintracht zu Hause gegen den FC Augsburg diesen Bundesliga-Spieltag und beendete am Ende das Spiel 3 zu 1 für die Eintracht. Basti, war das jetzt endlich der emotionale Saisonstart, nachdem wir uns so lange gesehen haben? Weiß nicht, ob das am 30. Spieltag noch möglich ist, aber emotional war es. Da gebe ich äh, dir auf jeden Fall recht. Geht schon. Kurze Saison danach. Ja, aber es war tatsächlich wichtig. Ich glaube, das das was unterm Strich stehen bleibt. Also emotional war's und das ist emotional war es wichtig. Also ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, weil so ein normaler Sieg hätte wahrscheinlich dann auch nicht ausgereicht, um die Gemüter zu beruhigen, sondern es musste auch auf diese Art und Weise passieren und Gott sei Dank ist es passiert. Freitagabend Flutlicht. Rückstand gedreht, Hugo macht sein erstes Tor dieser Mamuschlauf, also das war, glaube ich, sehr, 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 sehr nötig, dass das mal wieder auf diese Art und Weise passiert und nicht wie beispielsweise dann mit Maulwurfhilfe in Heidenheim, wo jeder dann am Ende denkt: Boah, Gott sei Dank, munterputzen weitergeht, sondern mhm. den Mund noch ein bisschen länger offen lassen. Ja, die Eintracht hat ja auch im Vorfeld viel dafür getan, dieses Spiel durchaus emotional äh, aufzuladen, indem man ja auch vorher die verschiedensten. Ähm äh, Presserunden mit den Führungsspielern hatte und dann gab es ja am Anfang auch noch die Gedenkenminute an oder die äh, Gedenkmomente äh, für Bernd Hölzenbein, wo ich sagen muss, also ich habe hier gesessen, habe Rotz und Wasser geheult, also es war schon bedeutend und gerade, dass dann auch Mamouche am Ende, der ja die gleiche Rückennummer hatte oder hat, wie, wie Hölzenbein diesen, diesen Lauf macht, ich glaube, das war dann wirklich diese diese Eruption, die man die man gebraucht hat, und plus eben auch diese ähm, diese Traube fand ich dann auch beeindruckend, wo dann Topmöller dann da auch mit an die Eckfahne gerannt ist beim 2-1 und man gefeiert hat, wo man eben auch gesehen hat, so okay, es ist dann auch ein ein Zusammenhalt da, man feiert zusammen, man steht zusammen, man weiß, wie wichtig das irgendwie ist. Also ich fand das so alles in allem, wie Basti gesagt hat, es war wichtig, dass das dann zu diesem Zeitpunkt auch so ähm Passiert ist, oder, Patricia? Ja, ihr habt, glaube ich, schon alles gesagt jetzt. Ähm, da ist es so rausgesprudelt, aber ich kann nur zustimmen. Also, es hat auf jeden Fall sehr, sehr gut getan. Ähm, ich glaube, ich habe seit langem mal wieder was gefühlt oder beziehungsweise was anderes gefühlt als irgendwie Frustration und weiß ich nicht, Sorge oder Ratlosigkeit. Einfach die Gefühle, die man zuletzt hatte. Und jetzt war es einfach mal wieder was Positives, was, also das hat wahrscheinlich auch wirklich viel mit dem Spiel und mit dem, ähm, du hast ja angesprochen, René, ähm, auch vorher schon mit der Verabschiedung quasi von Hölzenbein zu tun. Da war schon irgendwie alles angerichtet, wobei ja dann als es das Gegentor fiel war ich dann schon wieder so ein bisschen, es hat mich schon so ein bisschen rausgekickt und ähm, ich dachte mir so, na naja, klar, irgendwie war es ja klar, dass das nicht so laufen wird, wie man sich das vielleicht wünscht an so einem emotionalen Abend, aber dann hat es die Eintracht doch noch gedreht und das war irgendwie ja dann noch viel besser, dass das so ein Comeback war und ähm, dass man sich dagegen aufgebäumt hat und den Abend zu Hause doch zu was Besonderem gemacht hat. Und ja, ich fand's auch ganz wichtig und ich hoffe zumindest, dass das irgendwie so ein Brustlöser sein kann für die letzten Spiele. Es ist ja noch, ja, sehr, sehr wichtig, da jetzt zu performen. Und klar, das Restprogramm ist schwer und ich ähm, rechne mir ehrlich gesagt auch nicht allzu viel aus gegen einige Gegner, die da, die da noch sind. Aber schaden kann's ja nicht. Also, es ist ja um meilenweit besser, wenn da irgendwie Emotionen drin sind, wenn vielleicht auch wieder das Publikum ein bisschen abgeholt wurde, wenn auch die Spieler und die Mannschaft wieder mal ein Erfolgserlebnis hatten, irgendwie was Positives, was Emotionales, was zusammenschweißt, ähm, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass da jetzt viel auseinandergebrochen ist, weil ja, also ich hatte die ganze Zeit nicht das Gefühl, dass die Mannschaft nicht zusammenhält. Das war es nicht, aber ja, wie gesagt, diese Ratlosigkeit und ich glaube, der größte Wunsch war einfach der Wunsch nach Emotionalität und nach irgendwas greifbarem nach irgendeinem erfolg und der ist jetzt da zumindest für dieses eine spiel erstmal ja ich glaube schon dass du einfach auch bei dieser bei dieser durchaus jungen Mannschaft die ja dann auch in diese saison zusammenfinden musst du diese erfolgserlebnisse brauchst ähm, um halt auch diese gewissheit zu haben dass das was du da tust halt richtig ist und das ist natürlich weitaus schwieriger, dieses Gefühl zu bekommen und auch dieses Gefühl zu vermitteln, wenn du halt sagen musst, okay, das war jetzt ein Unentschieden und wir haben dieses Unentschieden geschafft, weswegen, oder du hast halt diesen Sieg und du hast halt auch diesen deutlichen Sieg, plus halt eben auch den Faktor, dass die Spieler, die halt sich äh, ja jetzt auch in die Mannschaft reingekämpft haben, ihren ihren Fitnessrückstand, also HUGO EGTG, meine ich damit, ähm, aufgearbeitet haben, dann sich halt auch belohnen, dass du diese Belohnung für diese viele Arbeit, die du da reinsteckst, halt auch tatsächlich ähm, endlich hast. Das war, glaube ich, einfach auch immens wichtig und gibt jetzt für diesen sehr anspruchsvollen Rücks äh, Endspurt, den wir haben, den hoffentlich das nötige äh, Selbstvertrauen die Spiele, die da noch kommen werden, ja, zu überstehen will ich jetzt nicht sagen. Das klingt von vornherein schon so, so negativ, aber es ne, kann ja jetzt schon irgendwie das Pendel in beide Richtungen ausschlagen und es ist halt auch einfach wichtig, da jetzt nochmal so ein bisschen Motivation ähm, mitzunehmen. Du hattest es gerade angesprochen, dieses 1-0 fiel dann etwas unglücklich oder 0-1 fiel dann etwas unglücklich in der Vorwärtsbewegung der Eintracht. Und danach hatte ich auch so ein bisschen kurz das Gefühl, dass es dann wieder kippt und auch ich das Gefühl hatte, dass es auch generell so mit, mit den Rängen dann so ein bisschen schwierig war. Also dieses, dieses Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans dann auch so ein bisschen sehr instabil war. Ähm, glaubt ihr denn, dass jetzt dieser deutliche Sieg auch dazu geführt haben, dass man da jetzt irgendwie so ein bisschen mehr Ruhe und Selbstvertrauen hat? Oder ist das nach wie vor so ein, so ein wackeliges Gebilde? Basti, wie siehst du das denn? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich finde, dass das ein besonderes Spiel war, das hast du angesprochen, weil man gemerkt hat, okay, die Geduld der Leute scheint auch endlich. Mhm. Die Diskussionen gibt es ja schon die ganze Zeit. Jeder kann diese Geschichte ja nicht greifen. Wir haben ständig unentschieden gespielt, man wusste nicht ganz genau, wie man es einordnen soll. So ein bisschen ist es ja ein Jahr der Rätsel. So Auch hier, wenn wir zusammenkommen und darüber sprechen, hat man sich unglaublich schwer getan, diese Geschichte einzuordnen, weil du für... Viele verschiedene Sachen, Erklärungen hast, gleichzeitig aber auch wieder nicht. Und du wusstest nicht genau, wie ordnet man es ein, ist man zu ungeduldig. Ich finde, das hast du im Stadion gemerkt, so dass die Leute gedacht haben, ey, was ist denn? Fand die Pfiffe dann im Spiel, die finde ich nicht gut, muss ich ganz klar sagen. Ich finde zur Halbzeit und am Ende kann man das machen, weil irgendwie braucht man dann trotzdem auch ja, eine Bühne, um das zu präsentieren, dass man das nicht gleich findet, was da passiert. Hm. Ich habe das auch verstanden, dass Leute frustriert sind. Hm. Weil, ja, wie soll ich sagen? Die erste Halbzeit war schon so, dass du dachtest, ja, irgendwie ist die Eintracht in so einen Schlurri-Modus geraten, wo sie dann halt durch individuelle Fehler immer wieder sich dann in schwierige Situationen bringt und dann da nicht mehr rauskommt. Und umso wichtiger war die zweite Halbzeit. Aber in der ersten Halbzeit hat man schon gemerkt, okay, ganz ehrlich, brauchen wir uns nichts vormachen. Das war auch kurz davor zu kippen. Hm. So die Geschichte. Wenn die Eintracht in der ersten Halbzeit was möglich gewesen wäre, 2-0 zurückliegt. Ich weiß nicht, ob wir dann so positiv reden, wie wir es gerade tun. Das ist halt dieses eine Spiel gewesen. Und umso wichtiger ist es das, was in der zweiten Halbzeit passiert ist, weil in der ersten Halbzeit war die Gefühlslage eine ganz, ganz andere. Und die war nicht so auf, wir müssen es noch drehen, sondern es war eher so Owaiovai. Oh oh mhm. So, Oh, wei, oh wei, in welche Richtung geht das jetzt hier? Und wie kriegt man diese Unruhe eingefangen? Oder muss man die einfangen? Ich habe gar keine Ahnung. Also ich war in der Halbzeit relativ ratlos. Ich war nicht sauer, ich war einfach nur ratlos, was die weiteren Schritte betrifft. Ja, es war, war schwierig. Man hat schon gemerkt, dass da eine gewisse Verunsicherung da ist, sowohl eben auf den Rängen als auch ähm, in der Mannschaft selbst, dass man da wieder so ein bisschen zu sich finden musste und dass da auch kurzzeitig so ein bisschen die Emotionen verloren war. Und ich glaube, das Naheliegendste in dem Moment war dann halt einfach zu sagen, okay, oder zu dann ja, nicht dran zu glauben, sondern zu erwarten, dass es halt eben daran jetzt komplett irgendwie zerbricht und dass man es nicht mehr geheilt bekommt. Aber irgendwie hat man ja in der Halbzeitpause die nötigen Worte gefunden, um da jetzt dann wieder für, für Emotionen und Energie ähm, zu sorgen und vor allen Dingen auch diese diese einfachen Situationen dann zu kreieren. Also, wenn du halt an das 1-1 an das denkst, das ist ein simpler, ein simpler Doppelpass, den da. Ähm, Buter und Ebimbe spielen und dann halt der, der schnelle Ball in die, in die Mitte. Also, das ist ja nichts irgendwie groß kompliziert, sondern es hat halt einfach diese einfachen Momente gebraucht. Aber dafür brauchst du, glaube ich, auch dieses nötige Selbstvertrauen, dass du dich dann auch dazu ja, überwindest, diese Bälle halt so zu spielen. Ja, aber ehrlich gesagt muss man das hervorheben, dass man es das tut, in der Stimmung, die ich probiert habe zu beschreiben. So, ja. du, du kommst aus dieser ersten Halbzeit, du kommst aus dieser merkwürdigen Saison viele von diesen Spielern haben ja auch noch mal ihre eigene Geschichte. So, Ebimbe spielt ja auch keine stabile Saison. Das ist richtig. Buta spielt manchmal gar nicht. Der hat lange jetzt nicht gespielt, ja. J.B. war auch ein bisschen wieder äh, draußen, also war jetzt nicht mehr unangefochtener Stammspieler. Also alle diese Spieler, die dann da beteiligt waren, haben auch ihre Story und umso bemerkenswerter finde ich's, dass die sich nicht haben beirren lassen. Das muss man einfach festhalten. Hm. Und ich war einer, der hier die ganze Saison auch viel kritisiert hat, aber das muss man positiv hervorheben, dass diese Mannschaft in der Lage ist, dann zu sagen, okay, wenn es darauf ankommt, dann kriegen wir das schon irgendwie gebacken und bleiben dann halt auch noch in dieser Kontrolle so, und ziehen es dann durch. Und ich fand das unglaublich wichtig und das sagt auch was aus, So, weil wenn die Spieler zum Beispiel keinen Bock gehabt hätten auf die ganze Situation und... Unglaublich mit sich selber beschäftigt gewesen wären und auch kein Team mehr gewesen wären. Dann weiß ich nicht, ob das möglich gewesen wäre. Mhm. So, also man, das muss man festhalten. Da ist nicht alles in irgendeiner Weise in einem Chaos versunken, sondern es gibt gewisse Punkte, die man absolut positiv hervorheben muss. Und ja, dieses 1:1 war ja dann der Startschuss auch dafür, dass du gesagt hast, ey, es bringt nichts, jetzt uns auch noch verrückt machen zu lassen von den Pfiffen und von der Unruhe, die sowieso da ist, sondern müssen wir halt jetzt irgendwie das drehen. Das fand ich gut. Hm. Ja, war definitiv ein, ein wichtiger Moment und klar, dass dann Ekiteke äh, das Tor macht und dass am Ende dann dieses Mammutstor tor so so fällt, das hat natürlich dann auch noch dann dazu beigetragen. Ich finde es aber auch krass, dass die Tore einfach irgendwie innerhalb von sechs Minuten, glaube ich, gefallen sind. Also du kommst aus der Halbzeitpause, ähm, hast da glaube ich zehn Minuten knapp gespielt, schießt ja. das erste Tor zum Ausgleich und legst dann direkt nach und drehst quasi die Partie auf deine Seite und ich habe auch das Gefühl das hat Augsburg so ein bisschen gefinisht, ehrlich gesagt also dass du da in so kurzer Zeit deine Führung auswärts verspielt hast im Endeffekt und ja dann dann kippt so ein ganzes Spiel halt ähm, auch mal in deine Richtung und das hatten wir zuletzt auch viel zu selten das mhm. ist halt irgendwie auch mal ja, durch irgendwas Positives, was sie sich ja selbst erarbeitet haben. Ich meine, die Tore haben sie selbst geschossen. Es war jetzt irgendwie kein Elfmeter, den du glücklich bekommen hast. Das war ja, das schon gut gemacht und so. Ähm, von daher, ja, glaube ich, ist das auch noch ein guter Punkt, dass du da die die zweite Halbzeit so gut über die Bühne bekommen hast. Weil wir kennen es ja alle. Die Eintracht ist dann ja trotzdem auch die, die ganze Saison über. Und ich glaube auch nicht, dass das bis zum Ende der Saison noch wird. Ähm, dass sie da ein sicheres Brett ist und dass du denkst, ja, okay, die haben das jetzt hier sicher und fahren das auch sicher nach Hause. Weil ich habe immer bis zur letzten Minute so ein, so ein Gefühl, egal wie es läuft, manchmal denke ich mir auch, ach, der Gegner kann selbst nicht gerade auslaufen und dann fällt trotzdem irgendwie ein Tor. Mhm. Ähm, von daher, diese Saison, glaube ich, irgendwie umso wichtiger, dass du da... Ja, jetzt noch solche Spiele reinbekommst, wo du dir ein bisschen Selbstvertrauen holst, auch wenn es jetzt später in der Saison ist. Aber wie gesagt, es geht ja noch um einiges. Von daher besser spät als nie. Und äh, ich will jetzt gar nicht sagen, das war jetzt der Startschuss. Das werden wir sehen, wie es dann die nächsten Spiele aussehen wird. Aber ich glaube, es ist erstmal gut, dass es so passiert ist und dass, wie Basti gesagt hat, dass wir sehen, dass das Team da ist und dass da vielleicht nicht alles schlecht ist und dass sie füreinander kämpfen und dass da auch irgendwie eine gewisse ja ein gewisser Wille und Kampfgeist trotzdem dahinter steckt und dass sie sich nicht komplett einstampfen lassen haben durch all die ganzen Rückschläge, weil es war ja schon also das ist ja auch für eine Mannschaft enorm frustrierend, was mhm. was da abgeht, dass du immer wieder keine Ahnung, dann gehst du in Führung und dann äh, spielst du doch nur unentschieden und wir wissen ja, wie die letzten Wochen abgelaufen sind und das ist ja nicht nur für die Fans frustrierend, das ist auch für die Mannschaft frustrierend. Mhm. Deswegen ja, bin ja, ich grade, mal gespannt, du, was man daraus macht. Gerade wenn du halt so in Rückstand gerätst, so wie die Eintracht äh, in Rückstand geraten ist, so, das war ja kein systematischer Fehler oder das war ja kein Einstellungsfehler, sondern das war halt ein Fehler vom, von Max. so Der rutscht ja. aus und zack, hast du irgendwie das, das Ding drin, Trapp steht dann vielleicht auch nicht ganz perfekt. Aber so ein Tor kann ja fallen. So, ja, ehrlich gesagt auch Set. schon vorher von Pacho. Also, dass du Max da überhaupt, also Pacho war ja. ja in Bedrängnis, hat dann Max angespielt, der auch schon in Bedrängnis war und keiner von beiden ist auf die Idee gekommen, den sicheren Pass zurück zu, zu Trapp zu spielen und mhm. dann ist halt der Ball weg. So, aber wie du sagst, das ist halt wirklich so ein, so ein, ja, so eine Nichtigkeit eigentlich. Das waren so individuelle, das sind kleine Patzer, die passieren dir, wenn die dir im Mittelfeld passieren, ist nicht so tragisch, wie wenn das jetzt direkt hinten passiert und dann, Resultierte sind Gegentor. Das, da das kann Tor halt kann dir halt auch passieren, wenn es gut läuft. So, du kannst immer mal in Rückstand ja. geraten auf so eine Art und Weise, denkst Scheiße, ist halt ja. so, das ist halt ein Fehler. Fußball ist auch ein Fehlerspiel an gewissen Stellen. Hm. Aber das war dann halt trotzdem in dem Gesamtkontext von diesen anderen Spielen davor, die echt auch nicht gut waren, das muss man halt auch sagen, war das schon, dass man dachte, boah, irgendwie fuckt schon ab. So und Du hast es angesprochen, für die Mannschaft ist es ja das Gleiche. Hm. Ich. Ich finde beeindruckend nochmal, dass die dann trotzdem durchgezogen haben. Weil das kann halt auch, wenn es nicht stabil genug ist, auch in die andere Richtung äh, kippen. Wenn Augsburg noch 2-0 gemacht hätte und dann machen die plötzlich zack, 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 3-0, ja. dann stehst du da. Und ich glaube, äh, guck mal, ich sage es ehrlich, wenn die Eintracht gegen Augsburg verloren hätte, glaube ich nicht, dass du den Trainer hättest halt halten können. Du wärst dann ja komplett... Ich habe auch schon überlegt, ja. Der, du ich dann glaube dann anders, nicht, dass du es das hättest machen können. Nee. So, ich glaube, dass einfach... Mit Sicherheit, du auch alles wieder hättest erklären können. Auch mit ja, Sequenzen in den Erklärungen, die stimmen sogar. Aber ich weiß nicht, ob sich das, das jemand noch angehört hätte. So. Ja, und der, der Druck von außen und die Unruhe im Umfeld wird damit natürlich dann halt auch größer. Also du bringst halt schon dann auch irgendwie dich selbst so ein bisschen in Zugzwang, gerade weil du ja weißt, dass die letzten Spiele durchaus knackig wären und wenn du dann. Versucht hättest, das zu verargumentieren und den Trainer zu halten, dann wäre das schon so ein bisschen ja, verbales Abschenken der letzten Spiele gewesen. Ich glaube, das wäre schwierig geworden in dem, in dem Umfeld. Und sagen wir mal so, es war jetzt auch trotz dessen, wie die Eintracht gespielt hat, nicht komplett unmöglich, dass dann nicht auch Augsburg noch ähm, das zweite Tor macht. Die hatten ja durchaus Chancen, wo wir auch Glück haben, dass dann der Augsburg-Spieler am Ball vorbeirutscht. Also, da waren schon auch Momente dabei, wo das noch hätte komplett in die Tüte gehen können. Ja, ja es ist so. Und das hat sich ja auch nicht nach dem 2-1 auch nicht geändert. Ich hey, habe auch viel drüber nachgedacht. 15 Minuten hatte Augsburg noch durchaus einige Chancen. Also, ja. Ja. also, für mich ist so ein bisschen über dem Spiel hängen geblieben, dass mich an gewissen Stellen diese Kontrolle A, beeindruckt, aber manchmal auch stört. Weil die, ich glaube, die Eintracht bleibt dann immer in so einer Kontrolle. So, die haben das ja, glaube ich, selber auch gesagt. da hat gemeint, ja, wir haben auch in der zweiten Halbzeit einfach die Kontrolle behalten und kontrolliert so weitergespielt. Und ich finde, dass sie das dann auch nach dem 2-1 gemacht hätten, weil da hätte ich mir ehrlich gesagt eine wilde Eintracht gewünscht. Mhm. Die nach diesem 2-1 und dann gab es noch eine Grätsche von Hugo, die einfach dann gib ihm und dann beerdige bitte Augsburg. Ich weiß, dass das wahrscheinlich falsch ist. Ich weiß auch, dass das wahrscheinlich richtig ist, was die Eintracht da gemacht hat. Aber ich hätte sie mir... So ein bisschen ziehtstrebiger dann gewünscht. Aber ich glaube, das ist, und das ist das, was mir so in den letzten Tagen kam. Ich glaube, das ist zu viel verlangt. Ich glaube, unter den Umständen, die es hat, und mit Augsburg als Gegner in der Konstellation war das das Maximum, was die Eintracht gerade leisten kann. Und das ist gut so, mhm. so dass sie das dann auch gemacht hat. Ich glaube, diese Kontrolle und diese Zuversicht und diese mangelnde Angst, die man als Fan dann vielleicht hat, weil man sieht, die Mannschaft ist souverän genug, das ist momentan nicht drin. Mhm. so Ich glaube, die Saison war dafür einfach zu wackelig. Und unter den Umständen, die wir haben, war das halt ideal. Du hast es angesprochen, wir hatten die Kombination, Hölzenbein, dann hat Chevy endlich mal wieder getroffen, dann hat Hugo endlich sein erstes Tor gemacht, dann hat Namush diesen ikonischen Lauf gemacht. Es hat einfach alles gepasst an dem Tag, und ich finde, das hast du im Stadion auch gemerkt. So. Es war endlich mal wieder im Stadion so, dass du Szenen hattest wie den Jubel nach dem 2-1 und nach dem 3-1, die schon anders waren als alles andere in den vergangenen Heimspielen. So, Das war einfach wieder mal was anderes. Es hat sich anders angefühlt von der Atmosphäre her. Das war sehr, sehr wichtig, glaube ich. Ja, ich finde auch, was so ein bisschen untergeht, in, ist, dass man es auch defensiv nicht so schlecht gemacht hat. Klar, man hat ein paar Konter zugelassen und es war auch manchmal. Schon knapp vor Gegentor, aber ehrlich gesagt hat man halt zum Beispiel Demirovic komplett aus dem Spiel genommen. Also den, den hatten die so weit, dass der eigentlich nicht keine große Rolle gespielt hat. Klar, beim Gegentor war der auch noch beteiligt, aber ansonsten hat man das glaube ich schon ganz gut auserkoren, dass das einfach der Spieler ist bei Augsburg, der den Unterschied machen kann. Der wurde komplett rausgenommen und dann hast du deinen anderen Stürmer, ich glaube Tietz ist es, und der hat halt einfach ja nicht nicht die gleiche Qualität beziehungsweise zumindest an dem Abend nicht die gleiche Qualität gehabt und äh, ich glaube das macht dann auch schon viel aus du hast dich halt in der Defensive auch eigentlich echt bis auf deinen einzigen Fehler der also was heißt einziger Fehler aber bis auf den fatalen Fehler ähm, fürs Gegentor hast du dich auch gut angestellt und das geht dann vielleicht unter ist aber auch eine, ein wichtiger Baustein von daher ich finde schon dass das für die Gesamtsituation die wir jetzt haben eine gute Leistung war. Klar, keine perfekte Leistung, aber das erwarte ich aktuell auch gar nicht. Ich erwarte jetzt eigentlich nur, dass alle kämpfen, dass alle wissen, was auf dem Spiel steht und dass da jeder sein Bestes gibt und ähm, ja, in der, in der Hoffnung, dass man dann auch eben gegen diese Gegner, gegen die du gewinnen musst. Und da zählt Augsburg dazu, auch wenn es aktuell kurioserweise ein, äh, ein direkter Konkurrent ist. Da zählt für mich Augsburg dazu, das war so ein Must-Win Spiel, du musstest das gewinnen, um da überhaupt noch irgendwie Hoffnung zu haben, dass das in die richtige Richtung gehen kann und dazu zähle ich dann auch noch Gladbach in ein paar Spieltagen. Das ist auch eine Mannschaft, die es finisht eigentlich und und da musst du halt liefern. Keine Ahnung, wenn du jetzt in München nicht lieferst, weiß ich nicht, da will ich halt auch einfach Kampf und Wille sehen. Wenn du da verlierst, ist es halt, also ne, was soll ich da sagen? Wem soll ich dann Vorwurf machen? Aber es kommt halt immer auf die Art und Weise an, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass man viel verzeihen kann, wenn man halt einfach sieht, dass, dass der Wilde da ist, dass gefeitet wird, dass es im Zweifelsfall halt einfach an, ähm, an, an einem Unterschied im, in den Fähigkeiten liegt, aber dass man trotzdem nicht, nicht aufhört und dass es eben nicht so ein reines reines Verwalten ist, sondern dass man eben auch versucht, seine Momente zu kreieren und dann kann man da, glaube ich, auch viel verzeihen und das ist, glaube ich, auch einfach wichtig für die für die letzten Spiele, weil da ja schon das ein oder andere dabei ist, wo man ja sagen kann, da haben wir nicht von vornherein irgendwie die Punkte safe auf unserer Seite. Dann war dieses Spiel rum und dann ähm, tauchte Hellmann in der, in der Mixzone auf, was ja an sich auch irgendwie ein, ein schwieriges, oder was halt nicht schwierig, was erstmal ein seltener Faktor ist. Und dann gibt er da ein kurzes Interview, was ja mit Sicherheit in irgendeiner Art und Weise so festgelegt war, dass er an dem Tag das macht oder nicht. Und jetzt ist so ein bisschen, finde ich, diese, diese Ruhe, die man versucht hat im Vorfeld. Zu bekommen, wo man ja an verschiedensten Stellen gesagt hat, so nach dem Motto: Okay, lass mal jetzt uns auf die letzten Spieltage äh, konzentrieren und lass mal jetzt wenig Unruhe von draußen reinbringen, wird da jetzt wieder Unruhe reingeschrieben. Meint ihr, das war ein cleverer Zug, dass er sich dahingestellt hat und die Worte so gewählt hat, wie er sie gewählt hat? Oder wie ist da so eure Einschätzung? Basti, du hast schon geschnauft. Ja, das war irgendwas anderes. Ähm. <laughs> ja, Pech. Ähm. Schwierig. Also erstmal verstehe ich, was er meint, weil ich habe das genau auch so gefühlt und ich hatte genau denselben Vibe. Ich habe das bei uns bei Future 2000 in der auch gesagt, so ich muss jetzt hier ein bisschen die Matthias Sommer spielen. Diese eine Halbzeit kann jetzt nicht uns alle so besoffen machen, dass der Rest irgendwie vergessen wird. Also, yeah. das habe ich gefühlt und ich habe auch diese Impulse gefühlt, die er ansprechen wollte mit, ja, so so ich hatte genau diesen Gedanken, den er da geäußert hat bei der bei der Hugo Grätsche nicht bei dem Tor, sondern bei der Grätsche mhm. das war für mich mein Highlight so es war endlich dieses Tor da, dann macht er einen Fehler, bügelt den aber selber aus und das ganze Stadion steht mhm. und genau da habe ich es auch ich stand neben meinen Leuten und habe gesagt das ist es doch das ist es doch so und es ist doch auch nicht so schwer dieses Stadion mitzunehmen anstatt ständig einzupennen gegen Bremen gegen Union gegen Mainz, obwohl du da gewonnen hast, gegen Bochum. Es ist doch nicht schwer. Mhm, das ist richtig. Damit hier keine Unruhe ist. Es ist nicht, und das ist was, was mich in der Diskussion immer gestört hat, dass so getan wurde. Ja, die Anspruchshaltung ist natürlich eine höhere geworden. Nein, Leute. Niemand würde die Eintracht kritisieren, wenn sie einen Kader hätte, der irgendwie der zehn teuerste ist und du stehst nur auf Platz elf. Niemals. Die Eintracht hat aber den fünf teuersten Kader. Die Eintracht hat selber kommuniziert, wie es aussehen soll. Und die andere hat das einfach auch nicht geliefert und hat sehr viel Chaos selber angerichtet. Punkt. Das muss man sich einfach gefallen lassen. Das liegt nicht daran, dass die Leute verwöhnt sind, sondern das liegt einfach daran, dass du zu wenig Torchancen hast, die wenigsten in der Liga. Mhm. Und dass du halt einfach auch ständig unentschieden spielst. So Wer denkt denn, dass die Leute beim Unentschieden ständig ausrasten? So, du hast zwölfmal unentschieden gespielt in der ja. Saison. Fast jedes zweite Spiel gefühlt. So Das ist natürlich punktemäßig gut und du kannst sagen, wir haben nicht verloren. Das stimmt auch. Auf dem Papier ist es auch so, dass ich das besser anfühlen müsste, als es ist. Aber du kannst die Leute nicht zwingen, sich so zu fühlen, wie du das gerne hättest. So, du kannst ja, das ist ja wie der Satz: So, freu dich doch mal. So, wenn jemand zu mir sagt, freu dich doch mal, dann werde ich sauer. So, wie freu dich doch mal? Ich freue mich halt, wenn ich mich freue. So, das doch, kann ich doch so nicht steuern. Freu dich doch mal, wie freu dich doch mal. Nein. Und ich finde, das hat er so ein bisschen aufgenommen. Weil er das wahrscheinlich auch so gefühlt hat und hat so gesagt, ey Leute, das ist doch, so muss es sein. Und ja, versteh, er, er hat vielleicht einfach aus sein Unverständnis geäußert. Also, ich verstehe es. Die Frage ist, ob er das nach dem Augsburg-Spiel so machen muss, ist halt eine andere. Die kann ich vielleicht auch noch gar nicht beantworten, weil da gibt es für und wieder, äh, was man anführen kann. Hm. Patricia, was ist deine Meinung? Ja. Die, dieselbe ehrlich gesagt, das ist schon wieder alles vorweggenommen, aber es ist also ich habe mich ehrlich gesagt nicht so viel damit beschäftigt, weil ich mich so ein bisschen mit meinen eigenen Emotionen beschäftigt habe nach dem nach dem Spiel und ich belasse es ehrlich gesagt auch dabei so Ich finde jeder kann sich und soll sich auch äußern und ähm, einerseits wirklich gut, dass es aufgenommen wurde, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ist so ein bisschen fraglich, aber klar. Um es jetzt auch nochmal auf die Unentschieden zu beziehen. Ähm, auch da kommt es mir immer aufs Wie und gegen wen an. Und wenn du dann halt unentschieden aller Darmstadt hast, wo du 2-0 führst und am Ende unentschieden spielst, glaube ich, ist halt keiner mit zufrieden. Und ähm, von dieser Sorte Unentschieden gab es halt eben auch einige. Ja. Und, und dass dann da Frustration vielleicht in der Saison aufkommt, ist, glaube ich, verständlich und klar. Und ähm, am Ende Wie was sie schon sagte, muss auch, man sich bieten lassen so. Darf Hellmann darf das auch machen, yeah. weil er im Endeffekt auch Klar. einfach anführen könnte, zu sagen, ja, er, er will halt Spannung hochhalten und nicht, dass die Leute sich jetzt ausruhen darauf, weil das jetzt halt meine Halbzeit funktioniert hat. Nee. So, das, muss es jetzt ist ja sein. das ist ja, ja genau. auch richtig. Das ist ja auch, wenn du jetzt nachdenkst, ich werde ja jetzt nicht sagen, ach, wir hatten jetzt die gute Halbzeit gegen Augsburg, aber damit ist die Saison gerettet. Das wird jetzt genau. noch was. Das was Gefühl habe ich gar nicht. Ich habe jetzt dieses Gefühl, das war eine gute Momentaufnahme und das kann wichtig gewesen sein für den Endspurt und ich hoffe, dass das wichtig war, dass man daraus was zieht. Eben. Aber wir werden es jetzt halt in den kommenden Spieltagen sehen, ob das irgendwie was angezündet hat oder ob das bei einer Momentaufnahme bleibt, weil es halt so eine Up-and-Down-Saison ist, ehrlich gesagt, mit mehr Downs als Ups, muss ich auch sagen. Aber ja, das, das müssen wir dann halt jetzt sehen. Es kann nicht jetzt realistisch. Das können wir in drei, vier Wochen dann besprechen. Ob das jetzt wirklich so ein Wendepunkt war, nochmal kurz vor Schluss oder eben nicht. Oder ob es vielleicht dafür auch einfach gar nicht diese Saison reicht. Also vielleicht reicht auch ein emotionales Spiel nicht, um da wieder den Karren komplett rauszuziehen. Ja, ja es wäre es wär wahrscheinlich auch falsch, wenn ein emotionales Spiel dafür reichen würde. Es ist ja schon so, dass diese Saison nicht alles gut gelaufen ist und das sollte man auch so behandeln und das sollte man dann auch so analysieren und ihr habt mit allem recht was ihr was ihr sagt und natürlich ist hellmann absolut berechtigt diese aussage zu treffen und ich habe auch verstanden was er damit was er damit meint was ich mich nur halt frage ist ob das halt in der art und weise wie das gelaufen ist schlau war, weil man halt eben sehr viel sich bemüht hat, von Eintrachtseiten im Vorfeld des Spiels den Fokus auf die Spiele zu legen, neben Diskussionen wieder aufzumachen und ja eigentlich allen Beteiligten klar sein muss, dass wenn du so eine Aussage da triffst, dass das halt eigentlich diese ganzen Diskussionen nach, wie angezählt ist der Trainer und so weiter, wieder befeuert. Man hätte es ja auch anders machen können. Er hätte sich ja auch dann in die Kabine vor die, vor die Spieler stellen können und sagen können: so pass auf, Ihr habt gesehen, wie einfach das ist und das ist die Energie, die wir haben wollen. Also musste diese Aussage halt wirklich öffentlich da passieren? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Und am Ende des Tages werden wir es nie wissen, ob das jetzt richtig oder falsch war und wie es vielleicht auch am Ende des Tages gemeint war, sondern müssen es halt jetzt einfach so hinnehmen. Ja, vielleicht war gut. das aber ja auch ans Umfeld gerichtet so. Also dass man sagt, hey, wir, wir uns ist das bewusst, dass das jetzt nicht, also, ne, dass wir uns darauf jetzt nicht ausruhen können und sowas. Also vielleicht sollte das ja genau die, die Gegenseite sein. Da kommt mir dann wieder die Frage nach dem Zeitpunkt, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um da jetzt irgendwie gerade wo im, im Funken-Euphorien stehen könnte, da direkt reinzugehen. Aber vielleicht wollte man ja auch einfach klar machen, hey, uns als Verein ist auch klar, dass das nicht reicht oder dass das jetzt nicht das Einzige ist und auch noch weitere Spiele folgen müssen. Keine Ahnung, aber. Ja, ja ich finde, hat trotzdem Punkte angesprochen, die man anführen kann, um das zu kritisieren, weil so ein bisschen demotivierend ist es natürlich dann schon, wenn ich ein Spieler wäre, würde ich schon denken, ja, was willst du denn jetzt so, weißt du? So Ja, da auch, also als Spieler gesehen, ist auf jeden das, Fall. Pädagogisch gesehen ist es glaube ich zu defizitär. So, wenn ich die ganze Zeit irgendeinen Bullshit mache und dann mache ich es irgendwann mal endlich richtig und die einzige Aussage, die ich dann bekomme, ja, muss jetzt aber auch weitermachen. Da würde ich auch denken, ja, okay, also, also das ist keine schlimme Aussage, finde ich. Mhm. Aber ich muss schon sagen, der weiß schon auch, was das dann für Interpretationen offen lässt. Weil die Diskussion um Manager und Trainer es ja und wenn er die dann da so raushaut, weiß er schon, glaube ich, dass man das so interpretieren kann. Trotzdem, wenn ich mich entscheiden müsste. Finde ich es eher gut, dass er es das gemacht hat, als wenn er es nicht gemacht hätte, weil A, da so ein Bewusstsein da ist. Das Einzige, was ich dann da vielleicht noch kritisiere, ist, dass es fast zu spät auch. Ja. Weil jetzt brauchst du es auch nicht mehr sagen. Du, so, die Song ist um. <laughs> so, also, die Sinne zu schärfen. So, das hätte man, ehrlich gesagt, meiner Meinung, meiner Meinung nach hätte diese Aussage perfekt gepasst nach dem Mainz-Spiel. Für mich war das Mainz-Spiel das schlimmste Spiel in der Rückrunde. So, klar, die Eintracht hat es 1-0 gewonnen. Für mich war das das Schlimmste. Weil du nicht gemerkt hast, dass die gerafft haben, was los ist. So. Und trotzdem haben sie gewonnen, haben gesagt, ja, wir haben jetzt gewonnen. Das hat man irgendwie dann so, da hätte diese Aussage, ehrlich gesagt, besser gepasst als jetzt am 13. Spiel, weil jetzt, soll ich jetzt von der Mannschaft verlangen, dass sie in München da irgendwie äh, gewinnen? Nee. Hm. So, du hast dann noch gegen Leverkusen, wenn Leverkusen durchzieht, auch nicht. Da kann, niemand kann der Eintracht einen Vorwurf machen, wenn die nicht gegen München und Leverkusen gewinnen. Und gegen Leipzig auch nicht. So, du hast jetzt noch ein einziges Spiel, wo du wirklich ablesen könntest, okay, wie geht die Eintracht, mit welcher Einstellung ins Spiel. Und Patrizia hat es gesagt, Gladbach ist gefühlt auch tot. Die werden diese Saison, die werden wahrscheinlich nicht absteigen, aber die werden mit Sicherheit diese Saison nicht mehr so drehen können, dass sie mit freudigen Augen Richtung Sommer paddeln. So. Deswegen, da wird es sich halt nochmal zeigen. Und da musst du halt dann da sein. Und da wird sich auch erst zeigen. Wie weit das ist mit der äh, Situation, ob, die's, also ob, die, ob die erkannt haben, worum es geht. So, und das weiß ich nicht. Und selbst das ist auch nur noch ein Spiel. Ehrlich gesagt, ist es mir für, für diese ganzen Sachen zu spät. Ja. Zieht es jetzt halt durch. Wir müssen gucken, was bei rauskommt. Sieht gut aus. Freut mich, weil es wirklich auch wichtig ist, glaube ich, für die Planung der nächsten Saison, dass du da irgendwie trotzdem Tendenzen hast, eher Richtung Europa als nicht. Gerade was Spieler betrifft, die bleiben wollen oder kommen wollen oder vielleicht dann nicht gehen. Aber ehrlich gesagt, all der andere Kram, der ist schon in den Brunnen gefallen. Oh. So, Ich glaube schon, dass man da irgendwie eine Analyse im Sommer machen muss. Und die kann nicht heißen, ja, wir haben Geduld gehabt, wir haben uns durchgemogelt, genau so weiter, sondern ich bin gespannt. So, ich habe es ja auch schon gesagt, für mich reicht diese eine Halbzeit gegen Augsburg nicht aus, um so euphorisch zu sein, wie es Marvin zum Beispiel war. Marvin hat sich davon anzünden lassen, das ist auch gut. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Aber ja. ich würde lügen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mir geht's auch so. Mir geht's nicht so. Ich war erleichtert. Ich habe das respektiert und ich fand's geil, wie die das gemacht haben. Und ich kann die Szenen auch fühlen. Aber die haben jetzt mich nicht irgendwie in so eine Situation gebracht, dass ich zu Hause dann irgendwann als ich nach Hause gekommen, auf der Couch gesessen habe und irgendwie freudig, freudig durchgeatmet habe und gesagt habe: Endlich, geil, jetzt geht's los. Nee, war, war es ehrlich gesagt nicht. Hm. Ja, ja, kann ich kann ich voll und ganz nachvollziehen. Das war ja schwierig alles in allem. Aber nun gut, die Eintracht hat jetzt ähm, gegen Augsburg gewonnen, damit äh, einen, ja, kann man da direkten Konkurrenten sagen, einen direkten Tabellennachbarn. So ja, doch, ich glaube schon, Konkurren. dass Augsburg äh, Augsburg ist ein direkter Konkurrent gewesen. Sie waren hinter uns. Und wenn Augsburg hier gewonnen hätte, wäre es echt eng geworden. Also von daher war das ein unglaublich wichtiger Sieg. Ja, ja, das, das definitiv. Nur, ich glaube auch nicht, dass Augsburg jetzt, also die haben jetzt auch kein super leichtes äh, Restprogramm. Aber klar, sie sind immer noch dicht genug ähm, dran, um da jetzt irgendwie noch äh, reinzukommen. Wobei ich schon glaube, dass, ja, Freiburg, die haben zwar jetzt auch irgendwie natürlich viele, viele ähm, Mannschaften aus den unteren. Regionen, für die es auch alle noch um irgendwas geht, aber die sind halt auch gerade, ja, also denen würde ich es am ehesten noch irgendwie zutrauen, da irgendwie an uns ranzukommen. Die aber ja auch am Wochenende dann nur 1-1 äh, gespielt haben, glücklicherweise, also von daher konnten wir so alles, was so ein bisschen da äh, uns gefährlich werden kann, so ein bisschen, ja, auf Abstand halten, haben jetzt fünf Punkte Vorsprung auf den, auf den siebten Platz und das wird jetzt aber weiterhin knackig, also es werden jetzt keine keine angenehmen vier Spieltage. Es wird anstrengend. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was Hellmann vielleicht bezwecken wollte. Vielleicht hat er das nicht ideal gemacht und vielleicht war das auch blöd, weil dann irgendwie, keine Ahnung, Trainer, Manager und Mannschaft irritiert sind. Das mag sein. Vielleicht muss man da irgendwie dann noch mehr mit einer Stimme sprechen oder das vielleicht intern klären. Aber unterm Strich ist es genau das. Die Situation und die Erleichterung, die ist gut, aber die darf halt auch nicht zu stark jetzt durchschlagen. Weil das kann halt, wenn du, wie es vielleicht passieren kann, in München verlierst und die anderen beiden gewinnen, dann ist das halt auch wieder eine komplett enge Geschichte. Und dann hast du halt wirklich noch ein ekliges Restprogramm. Das heißt, die, das ist auch vielleicht, diese fünf Punkte sind vielleicht auch ein bisschen trügerisch so, weil es geht klack klack. Und ja. dafür musst du halt vorbereitet sein, glaube ich. Also ich glaube schon, dass du nicht nachlassen darfst, sondern dass du jetzt in München die Spannung hochhalten musst und du musst dein Maximum in München bringen und wenn das reicht, um einen Punkt zu holen oder um vielleicht sogar zu gewinnen, dann musst du das auch machen. Also ich habe keinen Bock auf eine Eintracht, die das wie in Dortmund nicht erkennt, wenn an diesem Tag was geht. Das weißt du gegen Bayern nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß. Wenn Bayern seine PS einigermaßen auf die Straße kriegt, hat die Eintracht keine Chance oder das weiß, glaube ich, jeder. Aber ich habe keinen Bock, mir ein Spiel anzugucken, wie, keine Ahnung, der FC Bayern, wo sie gegen Köln zum Beispiel gespielt haben. Wo Köln sich echt in Vorwurf gefallen lassen muss, dass da was drin gewesen wäre. So, und ich habe darauf habe ich keinen Bock. Ich habe keinen Bock, dass die Eintracht nicht da ist. So, die Eintracht muss, wenn für den Fall der Fälle, muss die Eintracht bereit sein und alle diese Dinge tun, die in ihrer Macht stehen. So, und das ist, glaube ich, das, was ich in München sehen will, weil das halt auch die letzten Spieltage dann beeinflusst. Wenn du jetzt in München sechs Stück frisst, dann hast du hier wieder schlechte Stimmung. So, dann ist, glaube ich, die Seipzig gegen Augsburg auch schnell vergessen und dann kommen die ganzen Sachen wieder hoch, die zu den Pfiffen auch erst geführt haben. Und diese Unsicherheit, die viele Leute in sich tragen, die ist auch nicht weg, glaube ich. Ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die zweifeln, ist das der richtige Trainer, was ist da los und bla bla. Warum bin ich nicht so emotionalisiert? Ich glaube, das ist nicht nur so, dass es uns so geht, sondern es geht vielen so. Und das, da musst du jetzt aufpassen. Zieh es einfach durch. So, und wenn, selbst wenn die Eintracht verliert und hat alles gegeben, gegen starke Beine, dann ist alles gut. Dann kannst du das nächste Spiel angehen und gucken, was da geht und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, dass jetzt irgendwann mal auch ein bisschen Stringenz in die Erzählung der Leistung kommen muss. Mhm. Dass ich weiß, das waren jetzt mal, das war jetzt einfach mal zusammenhängende Serie. Also, weißt du, was ich meine? Ich hatte so das Gefühl, diese, diese Saison hatten wir oft, wenn man es mit einer Serie vergleicht, Folgen die nichts mit denen davor oder danach zu tun haben. Es gibt ja so Sitcoms, die sind dann einfach singulär. Du kannst dir eine Folge angucken, du brauchst keine Vorkenntnisse, keine Nachkenntnisse, nichts. Und hm. so, die ist halt einfach so für sich und die kann auch gut sein. Aber ich glaube, dass die Eintracht mal anfangen muss, zumindest jetzt am Ende, aufeinander aufbauende Erzählungen zu machen. So, dass du weißt, okay, das hängt zusammen. Augsburg, Bayern, Leverkusen, Leipzig und Gladbach, die Spiele, die haben irgendwie eine gemeinsame Überschrift und nicht komplett andere. So, das ist jetzt, glaube ich, wichtig und ich gehe aber auch davon aus, dass die das wissen. Und dann kann man sich im Sommer immer noch über alles beschweren, was nicht gelaufen ist und analysieren und vielleicht auch Dinge relativieren. Und vielleicht ist dann auch wieder Zeit vergangen für Geduld, weil das ist auch noch ein Punkt, den ich machen will. Bei vielen Dingen muss man auch Geduld haben. Und ich fand es zum Beispiel bei Hugo unfair, dass die Leute das nicht hatten. Kauf, den brauchen wir nicht kaufen, bla bla weißt du doch gar nicht so ja. das ein, eindeutig, auch. dass man das noch nicht weiß. Die einzige Kritik an Ekitke war, dass man einen Stürmer geholt hat, der dir nicht sofort hilft, obwohl man einen gebraucht hätte. Ja, aber, aber ist das ein ehrlich, Vorwurf, den du dem Spieler machen kannst? Nein, sag ich ja. Deswegen sage ich ja hier. Nein. So, ich habe auch keinen Bock, dass die Leute Baroya kritisieren. Ich habe auch kritisiert, warum man 10 Millionen für Baroya ausgibt, obwohl man urgentere Needs gehabt hätte. So. Hat man aber dann halt so gemacht. Das heißt nicht, dass das gegen den Spieler geht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Eintracht Spieler hat. Und da erzähle ich Skiri auch noch dazu. Ich würde die alle behalten. So, ich würde die alle behalten und ich würde die noch ergänzen. Und das kann dann auch nächste Saison richtig abgehen. Ich glaube, das ist wichtig, das einmal zusammenzufassen. Die Unruhe entsteht nicht wegen der Spieler. Also bei mir zumindest nicht. Mhm. Da ist nichts dabei, wo ich sage, okay, die Eintracht hat nur Scheißdreck eingekauft. Die Eintracht hat das und das falsch gemacht. Nee es gibt eklatante Fehler, aber im Großen und Ganzen ist das schon stimmig. Du musst es jetzt halt noch nur irgendwie in eine Story packen und das schafft ihr Eintracht noch nicht. Wie geht denn aus eurer Sicht die Story am äh, Samstag gegen die Bayern weiter? Also Bayern Meisterschaft ist, ist rum, äh, wenn sie noch wirklich irgendwie Titelambitionen haben, dann ist es die Champions League, was ja dann am darauffolgenden Dienstag äh, zu Hause gegen Real dann das wichtige Spiel ist, wo du auch, glaube ich, aus Bayern Sicht mehr als äh, dich anstrengen musst, um da äh, Real in Schach zu halten. Aber auf der anderen Seite jetzt in der Liga dann auch noch irgendwie Platz 2 zu verzocken, kannst du dir als FC Bayern wahrscheinlich auch nicht erlauben. Also ist sowieso schon Schmach, aber dann jetzt irgendwie noch nicht mal Zweiter zu werden. Ähm, ist wahrscheinlich noch schlimm genug. Also, wie, wie geht die Story aus eurer Sicht weiter, Patricia? Ja, wird schwierig. Also, ich sehe auch nicht, dass die jetzt, also die spielen keine für Bayern-Verhältnisse keine gute Saison, aber ich sehe gerade nicht, dass die jetzt enorm am Schwächeln sind oder so. Die haben jetzt die, die, ihr Champions League, ihren Champions League-Erfolg im Rücken. Die haben gegen Union stark gespielt, obwohl die irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Spieler rotiert haben. Ähm, obwohl Union ja jetzt auch nicht das Maß aller Dinge ist, aber trotzdem so, ein 5-1 ist trotzdem immer noch ein 5-1. Äh, das kam auch nicht von irgendwo her. Ich glaube, das wird so trotzdem schwer und vielleicht ist es ja sogar auch so ein bisschen erlösend, wenn du jetzt weißt, hey, die Meisterschaft ist nicht mehr drin und. Du weißt, woran du bist. Ich glaube, die haben damit jetzt ihren Frieden geschlossen und die haben halt andere Ziele und das ist die Champions League. Oh. Ähm, ich glaube aber trotzdem nicht, dass sie dann die Liga schleifen lassen. Ganz und gar nicht. Ich glaube eher, dass sie sich da vielleicht ihre ihre Kraft, ihre Erfolgserlebnisse holen wollen ähm, und da jetzt vielleicht sogar befreit aufspielen, weil es geht halt um nichts mehr. Aber trotzdem lassen die es, glaube ich, nicht schleifen. Ehrlich gesagt, das so kennt man sie auch nicht. Also wenn die sich einmal einschießen, dann machen die auch weiter. Also ich habe ich habe da ehrlich gesagt mega Respekt vor und ich habe auch zu viele Spiele im Kopf, die in München sehr sehr schief gegangen sind, deswegen ja, ich mache mir da nicht allzu große Hoffnungen, aber gleichzeitig habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass sie eben doch immer noch so, diese Stolperspiele drin haben. Also, es, wir haben es ja jetzt oft genug gesehen, diese Saison. Die sind ja auch, die spielen ja auch keine stabile Saison für ihre Verhältnisse. Von daher, warum nicht, wenn sie jetzt mal einen schlechten Tag gegen die Eintracht erwischen und, und dann muss die Eintracht halt da sein. Aber große Hoffnung mache ich mir da nicht. Und ich glaube, so ist es aber bei jedem Spiel gegen Bayern München, was ansteht. Also, ich mache mir da so oder so nie gesteigerte Hoffnung, dass da jetzt irgendwie viel bei rauskommt. Und wenn dann aber was bei rauskommt, ist es ja umso besser. Bei dir ähnlich, Basti? Ja, habe ich ja schon ausgeführt. So. Was die Eintracht da machen muss und da muss man gucken, wofür es reicht. Man kann hier bei dem Spiel halt festhalten, wie das Spiel ausgeht, liegt nicht an Eintracht wahrscheinlich, sondern da muss man halt gucken. Wenn Bayern einigermaßen im Flow ist, dann wird die Eintracht da keine Chance haben. Hm. Weil sie halt auch noch Schwachstellen hat, die sich in der Saison gezeigt haben und die Vereine wie ja, Bayern und Stuttgart haben wir es ja gesehen, dann auch eiskalt ausnutzen können. Kälter als Augsburg, so. Hm. Da muss alles passen an dem Tag. Bayern muss irgendwie einen Struggle-Tag haben, vielleicht den einen oder anderen Gedanken drin haben, ich will mich nicht verletzen. Für mich ist wirklich an dem Tag nichts Wichtiges, ob die Eintracht holt, was richtig geil wäre, weil das könnte wirklich dich anzünden, wenn die da plötzlich gewinnen. Mhm. Aber, dass die, ja, ja, wie gesagt, dass die sich dass die nicht so hilflos wirken wie in Stuttgart in der ersten Halbzeit. Hm. Weil die erste Halbzeit in Stuttgart mhm. zum Beispiel, die war halt ein Drama. Das war echt schlimm. Da hast, schlimm. Du, da hast ja. du wirklich gedacht, der Laden fliegt hier auseinander. So. Und dann hast du in der zweiten Halbzeit Glück gehabt, dass die Stuttgart einen Gang rausgenommen haben. Das wäre halt in München blöd. Ich glaube, die Eintracht muss in München einfach zeigen, okay, das hat uns wirklich Selbstvertrauen gegeben. Und mhm. das sieht man. Das heißt nicht, dass man das anhand von Punkten und Toren sehen muss. Aber man kann das ja auch im Spiel sehen. Du siehst ja wie eine Mannschaft Drauf ist. Ja. Und jetzt haben sie es hingekriegt und jetzt muss halt genau das passieren. Sie müssen jetzt einfach zeigen, sich selbst auch, mhm. dass da ein bisschen mehr Zutrauen da ist und dass man sich ja, ja auf dem richtigen Weg sieht. Zumindest kurzfristig. Ob der langfristig der richtige ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie die Spieler das sehen. Ich kann nicht in die Kabine gucken, aber dass du so ein bisschen mehr Zuversicht siehst, was das betrifft und weil da muss halt gucken, was geht. Patrizia hat ja gesagt, mein Gott. Probieren vielleicht, kann man's. vielleicht kannst du ja auch ein bisschen befreiter in so ein Spiel gehen, weil im Endeffekt das wissen die ja, also das wissen die ja auch, dass da jetzt wahrscheinlich nicht die allerhöchsten Erwartungen auch im Umfeld sind. Also weil ich hatte das Gefühl, da ist schon Druck auf dem Kessel. Die haben jetzt, die haben ja enorm Druck bekommen die letzten Wochen, Monate ähm, und das waren alles gefühlt Entscheidungsspiele oder Spiele gegen Gegner, wo du denkst, boah, eigentlich musst du da drei Punkte holen und das ist jetzt halt nicht so. Das ist jetzt Bayern München und du denkst dir ja, es ist halt natürlich, wir haben jetzt ein Erfolgserlebnis im Rücken ähm, und es wäre wichtig zu punkten, aber keiner macht einen Vorwurf, wenn das nicht klappt, weil es ist halt immer noch ein Gegner, der dir vor allem auch in dieser Saison deutlich überlegen ist und dann ist dir keiner böse, wenn es nicht klappt, aber das kann ja auch was Befreiendes haben, das kann ja auch irgendwie was haben, dass du eben mal nicht im Hinterkopf hast, boah, ich habe Angst, wenn wir das verkacken, dann brennt es wieder, weil dann brennt glaube ich, erstmal nicht. Natürlich. Wenn du da jetzt, wie Basti gesagt hat, wenn du da sechs, sieben Tore frisst, dann brennst schon. Aber wenn du irgendwie, weiß ich nicht, 0-2 oder 2-1, irgendwie ne, so ein, so ein irgendein einigermaßen solides Ergebnis, wo du nicht abgeschossen wirst, holst, mhm. dann ist es, glaube ich, in Ordnung, auch wenn es jetzt scheiße ist, weil die Punkte im Endspurt jetzt wichtig wären. Aber wie gesagt, das sind nicht die Mannschaften, gegen die erwartet wurde, dass die Punkte reinkommen. Deswegen ja, und am ja, Ende vielleicht Spiel befreit einfach, das ein bisschen. Wie einfach zu gewinnen auch so, macht es ja, halt, weil, weil die Chance ist halt da. Du kannst halt eine komplett andere Tür aufstoßen, mit der ja keiner rechnet. Wenn du da jetzt plötzlich gewinnst, dann hast du zwei Spiele hintereinander gewonnen, was die Saison auch nicht so häufig vorgekommen ist. Ich glaube, nur wenn man gegen Heidenheim oder Hoffenheim gespielt hat. Und dann ja. also. hast du halt einen ganz anderen Vibe im nächsten Heimspiel auch, wo man ja. dann endlich mal in diese Serie kommen kann wo man sagen kann, ja jetzt haben wir in München und krass gegen Leverkusen. Du hast halt auch noch nicht, zu verlieren. Dann hast also. du gegen Leverkusen, hast du auch noch nicht verloren. So, einfach, dass man mit wieder so reden kann. Mhm. Probier es einfach, mein Gott. Aber ich glaube, ich bin noch relativ entspannt, weil Patricia hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass man da mit einem unglaublich schlechten Gefühl rausgeht, die ist ziemlich klein. Und ich glaube, das weiß die Eintracht auch. Und die Sinne werden schon irgendwie geschärft sein. Ich habe irgendwie jetzt Vertrauen. Ich habe auch bei mir so diesen Impuls ausgeschaltet, die Dinge, die falsch laufen präsent zu haben, sondern einfach zu denken, ja, oh, das sind jetzt noch ein paar Spiele und dann kann man immer noch schauen. Und dann wird Abrechnung gemacht, so. Ich glaube, das muss der Modus sein. Du kannst im Sommer dann abrechnen. Ja. Und kannst gucken, okay, mit was, mit welchen Faktoren von unserem Weg gehen wir weiter und welche lassen wir auf dem Weg zurück, so. Mhm. Und ich glaube, die einzige Erkenntnis, die ich jetzt heute habe, ist, dass man Sachen zurücklassen muss, die man vorher mitnehmen wollte. Ich glaube, dass dieser ursprüngliche Weg, den die Eintracht vielleicht im Kopf hatte letzten Sommer, der ist nicht komplett richtig. Und das kann man auch noch korrigieren. Und in welcher Form auch immer dann. Aber das ist ja jetzt für die letzten Spiele dann Makulatur, weil was wird, du kannst jetzt ja nichts mehr ändern. Das du durchziehen, ich habe ne? das, hab das auch krass drin. Also dieses, für mich ist es gerade so, ich lebe jetzt in so einer Blase. Und das sind jetzt diese letzten Spiele, die jetzt noch anstehen. Alles, was vorher war, habe ich jetzt irgendwie erstmal hinten angestellt, darüber kannst du halt wirklich noch im Nachhinein reden und du musst es aufarbeiten und du musst gucken, dass es nächste Saison besser wird und so weiter und so fort. Aber es bringt mir persönlich und ich glaube, es bringt jetzt auch gerade keinem was, da dran zu hängen, wo hast du überall Punkte gelassen, was lief diese Saison schlecht, was hat uns diese Saison abgefuckt, weil es bringt jetzt nichts. Es gibt jetzt ein Ziel, das muss irgendwie erreicht werden und du musst dein Bestes geben und es, da, du kannst nach vorne schauen und du kannst noch was dafür tun, dieses Ziel zu erreichen. Alles, was vergangen ist, ist jetzt vergangen und du kannst es nicht ändern, du kannst es nur aufarbeiten und das, dafür hast du gerade gar keine Zeit. Es kommt jetzt jede Woche ins Spiel und du musst dich jetzt darauf konzentrieren, darauf vorbereiten und es hilft auch nichts und deswegen sage ich mir auch selbst gerade, man muss sich auch mal freuen dürfen über ein Spiel, was jetzt vielleicht mal gut lief. Also ja. ich hatte selbst immer den Impuls sozusagen, ach ja, das war jetzt das eine Spiel, aber davor, die all die Spiele hätten wir die auch so gespielt dann und dann ziehe ich mich selbst damit wieder runter, aber ja. was bringt's jetzt? Man muss sich jetzt über diese eine kleine Halbzeit meinetwegen freuen dürfen, ohne jetzt zu sagen, boah, aber dann denken die wieder, jetzt läuft alles und boah, aber dann fliegt der Trainer nicht. Ja, aber das ist gerade auch also zumindest bei mir nicht. Ich verstehe, wo es herkommt und ich glaube, alle wollen das Beste für einen Verein und vielleicht wollen sich einige auch schützen, sich nicht selbst wieder irgendwie in Hoffnung zu. Ich verstehe das alles, aber in, für mich persönlich ist das jetzt gerade nicht der Weg. Also das, das bringt jetzt keinem was und ich glaube, es hilft einfach, wenn man jetzt schaut, was noch drin ist und das dann in Ruhe macht, wenn ja, alles entschieden ist und es ist halt eben noch nicht alles entschieden. Ja, die Analyse sollte man definitiv machen, aber definitiv auch nicht zu diesem Zeitpunkt, sondern jetzt wirklich sich auf die Spiele konzentrieren und die dann auch mit einbeziehen und dann kritisch sein, wie Basti gesagt hat, auch den, den Plan, den man am Anfang der Saison hatte, auf den Prüfstand zu stellen und sagen: Okay, was davon können wir umsetzen? Was davon wollen wir jetzt vielleicht auch äh, umsetzen? Und wo müssen wir Anpassungen vornehmen? Ja? Du kannst es jetzt nicht nicht einfach komplett so laufen lassen und du kannst auch nicht, egal wie diese Sorte dann am Ende ausgeht, dann ähm, es ein Stück weit ignorieren und sagen, ja, jetzt ist es ja dann doch irgendwie wieder erfolgreich gelaufen. Das ist tatsächlich so ein bisschen das, wo ich Schiss davor habe, aber schauen wir mal. Was glaubt ihr denn aufstellungstechnisch? Ähm, wie sieht das gegen die Bayern aus? Tuta ist ja jetzt dann wieder äh, da nach seiner Sperre, heißt es wir gehen wieder zurück auf eine Dreierkette. Oder bleiben wir in dem, in dem Viererkettensystem, was wir jetzt ja auch gegen Augsburg verwendet haben? Patricia, du bist doch hier die Fachangestellte für Aufstellungsfragen. Ich habe so gebetet, dass Sebastian als erstes fragst, weil nee. ich bin äh, so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, ich glaube, Tuta wird zurückkehren, ehrlich gesagt. Hm, ich würde es wahrscheinlich auch so aufstellen. Weiß es aber auch nicht, weil das jetzt halt eben gegen, gegen Augsburg das Erfolgserlebnis war. So wie du aufgestellt hast, hast du auch diesen Erfolg geholt. Und ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht, da jetzt groß dran rumzurütteln. Andererseits, wenn ein eigentlicher Stammspieler zurückkehrt, wird der auch eingesetzt werden. Deswegen schwanke ich gerade noch so ein bisschen. Tendiere aber dazu, dass Tuta wahrscheinlich wieder eine Aufstellung sein wird. Und? Ja, bin ich dabei. Ich will auch nicht Viererkette spielen. Da habe ich in Stuttgart irgendwie zu viel Paranoia entwickelt, was das betrifft. <laughs> Das war wirklich schrecklich. Also das war. Der Stachel sitzt echt tief bei dir, ne? Nee, nicht tief, aber es hat mich halt erschrocken, wie, wie die schnell diese Viererkette zerstört wurde in dieser ersten Halbzeit in Stuttgart. Ich glaube, dass du zum ersten Mal Dino Topmeller, Dino Topmüller sein lassen kannst, der ja scheinbar auch viel gerne auf Sicherheit setzt. Also von mir aus soll er es hier machen, Spiel mit Fünferkette, Spiel mit zwei defensiven, mit Buta Max von mir aus oder eben mit Max auf den Außen. Dann unsere drei Verteidiger und dann baust du den Rest halt irgendwie so, dass du Bayern über Schnelligkeit ärgern kannst. So, das ist mit schnellen Spielern, die du hast. Knauf kann mir uns auch wieder reinrutschen in, in so einem Auswärtsspiel, weil er dann so diese Schnelligkeit mit reinbringen kann. Ich würde hier tatsächlich plain auf Konter gehen. So, ich würde oldschool Fünferkette eintragen. und Power. Ja. So. Yeah. Das heißt, also ich glaube nicht, dass du dich mit Bayern messen solltest, was spielerische Mittel betrifft. Ja. Auf gar keinen Fall im Mittelfeld irgendwelche Passstaffetten oder sowas nur oh, Das meine ich. Das, heißt das sehe ich gar nicht. Scheiß das drauf. Also, Viererkette und Passstaffetten fällt aus, weil da bist du so schnell in Unterteil und dann hast du halt bei Bayern Spieler, die das auch wirklich eiskalt ausnutzen werden, selbst wenn die keinen guten Tag haben. Deswegen, ehrlich gesagt, muss ja Vintage Eintracht. Fünferkette und Power. Ja. Aber dann müsst ihr in der Offensive auswählen. Also, wenn wir jetzt sagen, wir haben die, die Fünferkette, wir haben mit Max und Ebimbe auf, der, der, auf den Außen und die drei in der Mitte. Und wir haben ähm, ein stabiles Mittelfeld, das ist wahrscheinlich dann Skiri und, und Larsson. Und du sagst, das du willst. Skiri, vorne für mich ist Skiri und Götze. Also ich Skiri und und Larsson noch nicht bei dir. Nee. Weiß? That's just me, weil ich großer Mario Götze-Fan bin. Ja, ist, äh, ist, ein, ist ein Argument. Ja, okay. Dann ich finde es auch immer noch geil, dass, wenn wir hier Aufstellung machen, dass ich Mario Götze auswählen darf. <laughs> ja, darfst du? Ja, also. das Götze, ich finde es immer noch geil. Ja? Mario Götze spielt bei Okay, dann sagen wir, sagen wir Alltime-Favorite: Mario Götze und Skiri. So, und dann in der Offensive. Wir haben einen Ekiteke, wir haben einen Mamouche, wir haben einen Chaibi, wir haben einen Knauf. Die alle irgendwie Pace haben. Du hast drei Plätze und vier potenzielle Spieler. Also Mamouche, Knauf für mich safe von wegen der Schnelligkeit. Ja. Ekiteke ist auch sauschnell. Ja, der würde auch bei mir dann wahrscheinlich spielen. Also für mich sind es die drei. Chaibi wieder raus. Ja, der ist mir nicht schnell genug. Ja. Okay. Patricia, fein damit? Ja, fein schon. Aber? Ich glaube, ich hätte marmoush Ekitike und J.B. tatsächlich drin gehabt, einfach weil er jetzt ein gutes Spiel hatte. So. Also ich hätte jetzt J.B. deswegen nicht rausgenommen, äh, sehe aber auch den Schnelligkeitsaspekt, dass du halt auf Power gehst mit Knauf, verweise da selbst aber immer noch auf die Einwechslungen und äh, ich bringe auch gern nochmal hinten raus Tempo und ich glaube, so viel Tempo ist dann nicht mehr auf der Bank für, wenn sich alle ausgepowert haben. Deswegen würde ich mir, glaube ich, knauf so aufheben für zweite Halbzeit ähm, irgendwann einfach noch mal reinwerfen, wenn Eki-Tike wahrscheinlich sowieso fertig ist, ähm, um noch mal mit einem frischen schnellen Spieler so ein bisschen vielleicht auch ein paar müde Bayern ähm, angreifen zu können. Aber bin auch völlig fein, wenn er von Anfang an spielt. Also da bin ich, da bin ich, glaube ich, relativ schmerzlos jetzt. Okay, ich kann mit beiden Varianten äh, leben. Und klar, Chaibi hat das Tor gemacht, aber das ist, kann jetzt natürlich auch nicht immer der Grund sein, weswegen man einen Spieler da nicht rausnimmt, wenn es halt systemtechnisch anders mehr Sinn macht. Dann muss man das, glaube ich, schon auch irgendwie berücksichtigen. Ich bete ja immer noch dafür, dass äh, er irgendwie mal wieder eine gute Ecke tritt. Aber ich glaube. Das oh, genau. Ohne Scheiß, als ich vorhin über Knauf oder Chevy überlegt habe, habe ich genau das auch im Kopf gehabt zu denken, ja, wer weiß, vielleicht ist dann mal irgendwie eine Standardsituation drin, aber es ist schon so lange her. Ich mein Problem das schon gar ist nicht mehr. halt dass ich trotzdem jedes Spiel hoffe, weil ich mir denke, ja. je länger du diese Serie hast, dass kein Standard... Irgendwann reingeht, muss sie reißen. Desto wahrscheinlicher ja. wird, dass dann irgendwann mal wieder einer reingeht. Und ich denke mir, jedes Spiel, Boah, ist es dieses Spiel? Ist es jetzt Ist jetzt der Moment gekommen? Und bei jeder einzelnen Ecke sogar denke ich mir, Boah, ist das die Ecke, die jetzt drin Wie geil wird wenn es mal wieder eine ist, die drin ist? Aber ähm, wäre das nicht auch so typisch Eintracht, zu sagen, so, okay, gegen Augsburg, dieses, dieses emotional aufgeladene Spiel hast du halt genau mit diesem emotionalen Highlight dieser nahezu 1 zu 1 Kopie des pokal äh, pokaltors beendet. Gegen, gegen äh, Dortmund, äh, gegen Bayern machst du, fährst du einen Punkt oder sogar vielleicht drei Punkte an, weil du mal wieder ein Tor nach einer Ecke hast. Äh, das wäre doch so, so richtig Eintracht-like, dann einfach diese komplett absurden Momente dann jetzt am Ende noch drin zu haben und dich da noch irgendwie damit dann zu belohnen. Es, halt, es wird halt richtig passen, eigentlich. So in der 89. Minute oder noch besser, irgendwie Nachspielzeit 90 plus 5, so klassische Bayern-Dusel-Torzeit, irgendwie noch ein, noch ein Eckentor für die Eintracht. Ja, warum denn nicht? Das wäre halt mehr als nur die, die Kirche auf der Torte. Das wäre irgendwie die Torte auf der Kirche. Es ist aber auch ein ganz komisches Gefühl, weil ich einerseits komplett die Hoffnung aufgegeben habe, dass jemals wieder ein Standardtor fallen wird. Und andererseits denke ich mir jedes Mal, boah, das muss es jetzt eigentlich sein, weil es ist schon so lange her. Also ich kann mich auch selbst nicht entscheiden, was glaube ich, dass nie wieder eins fallen wird oder dass das nächste es wirklich ist. Bleibt spannend, wir werden sehen, was eintreffen ja. wird. Ähm, aber ja, wie gesagt, irgendwie aktuell habe ich trotzdem noch bei jedem Standard die Hoffnung, dass irgendwann muss ja auch mal wieder. Und deswegen habe ich dann auch immer die Hoffnung, wenn dann am ehesten noch irgendwie durch Scheibi. Ja. Ich schwank, ich schwank bei, bei Standardsituationen, gerade bei Ecken, immer so ein bisschen zwischen, der muss doch jetzt eigentlich mal reingehen, wir haben jetzt so lange gewartet und dann in der eine Millisekunde danach so, bitte jetzt keinen Konterfang, bitte jetzt keinen Konterfang, bitte jetzt keinen Konterfang. Und das geht so im, im Wechsel in, in Zehntelsekunden wahrscheinlich bei mir. Gut. Und jetzt die äh, schwierige Frage am Ende. Was ist denn euer, euer Ergebnis-Tipp? Also nicht, was wünscht ihr euch, sondern was glaubt ihr realistisch, wie dieses Spiel gegen die Bayern am Samstagnachmittag um 17.15 Uhr plus Nachspielzeit abgepfiffen wird, Basti? 1-1, sage ich tatsächlich, das ist endlich mal ein 1-1, auf das ich mich freuen würde. Ja. Äh, ja, ich klaue das jetzt auch einfach, weil das genau das war, was ich mir auch gedacht habe. Also das wäre ein Unentschieden, wo ich jetzt sagen würde, ja, mach doch mal ein Unentschieden. Ja, wenn wir so gut eigentlich. Unentschieden spielen können, genau. dann spielt das doch jetzt, dann macht ja, das doch genau. mal. Ja. Und also, ja, mehr als 1-1 sehe ich aber irgendwie auch nicht, also ich 2 2 3, 3. Einzige verlässliche Konstante dieses Jahr. Hier unentschieden. Die unentschieden. Dann ja, gib mir jetzt die Ja, K und den Sieg Alter. hatten wir ja jetzt. Also deswegen muss er jetzt eigentlich wieder in Unentschieden kommen, weil wie unrealistisch sind denn zwei Siege, obwohl ich sie natürlich auch nehmen würde. Aber es sind ja immer noch die Bayern. Und wenn wir hier realistische Tipps abgeben sollen, dann 1-1. Ja. Dann Ist trotzdem noch sehr positiv, muss ich sagen. Wäre wär, wär immer noch sehr positiv. Also oh, ich bin so ein bisschen unsecure. Ja, ich glaube, ich bleibe bei meinem, bei meinem Tipp. Es wird, es wird ein, ein, ein Fight-Spiel, aber ich glaube, die Eintracht hat am Ende knapp die Nase vorn und gewinnt tatsächlich 1-0 in München. Ich liebe, dass wir hier so tippen und dann irgendwie im Nachhinein, wenn die jetzt, weiß ich nicht, 0 zu 3 verlieren, denkt man sich so: Ja, habe ich jetzt auch gar nicht so anders erwartet, aber sobald es hier zu den Tipps kommt, tippt jeder, ach ja, doch, ein unentschiedenes drin, Sieg ist drin. Ja, ich mein, man muss natürlich auch bedenken, wir nehmen jetzt hier am Dienstagabend auf und so dieses, diese, diese Aussage nach dem Motto, ja, buff, war ja irgendwie klar, die entscheidet sich für mich immer so in den ersten 30 Sekunden. Da weiß ich, wird das jetzt ein gutes Spiel oder wird das ein schlechtes Spiel? Ja, weil ich immer noch auf auch die noch Hoffnung auf die zweite Halbzeit habe manchmal, weil die Halbzeiten halt auch oft so unterschiedlich sind. Das ist in der Tat richtig. Unterschiedlich kann aber auch bedeuten, es wird deutlich besser oder es wird halt noch viel schlechter. Auch dann ist es immer noch unterschiedlich. Ich glaube auch ehrlich gesagt, entweder das wird ganz bitter oder es wird irgendwie so ein positives Erlebnis wieder, weil also selbst ein Unentschieden ist halt schon ein positives Erlebnis. Mhm. Aber ich sehe irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich fühle gerade keine knappe Niederlage. Ich fühle entweder, das geht komplett in die Hose oder es wird halt irgendwie geil. Ja. Am Ende ist es trotzdem eines der entspannteren Spiele, glaube ich. So, mein Gott. Ja, ich das ist richtig. Und es sollte dann auch nicht das Entscheidende sein, was die Richtung für die Spiele danach ähm, vorgibt, auch wenn wir uns, glaube ich, einig sind, dass gegen Leverkusen dann jetzt auch nochmal das wahrscheinlich ein Knackerspiel werden wird, die werden auch durchziehen, aber auch da. Ja, ist dann halt auch nochmal ein Heimspiel. Das kann halt auch nochmal anders ausgehen. Und die, das Spiel ist ja dann auch zwischen den beiden Euroleague-Spielen für Leverkusen. Also, wer weiß. Aber da sprechen wir im Detail nächste Woche drüber. Das müssen wir dann jetzt hier an dieser Stelle nicht tun. Ich glaube, unser, unseren Sendungsplan für diese Woche haben wir damit erfüllt. Oder wie seht ihr das? Sieht so aus. Hervorragend. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle den äh, Sack zu. Wir bedanken uns, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr hier dabei wart, sei es live gewesen zu sein während der Aufnahme oder jetzt im Nachgang. Wir freuen uns auf euren Support und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder und sprechen dann hoffentlich über ein doch ansehnliches und vielleicht sogar mit Punkten garniertes Spiel gegen die Bayern. Bis dahin macht's gut.